Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Andreas Schödel und heute darf ich euch in die schillernde Welt des Composings mitnehmen. Zukunfts-Andi, spiel das Intro! Mittlerweile wird ja schon jahrelang einfach englische Wörter in das Deutsche mit eingebunden, wie zum Beispiel cool, nice, und da bin ich auch keine Ausnahme. Und im Endeffekt, wie oft sage ich am Tag nice? Einfach viel zu oft. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Composing macht da auch keine Ausnahme, denn Composing ist in der Fotografiesprache nichts anderes als eine Fotomontage. Und das bedeutet, dass mehrere Fotos, also mindestens zwei, zusammengefügt werden und ein neues ergeben. Und da ergeben sich einfach so viele Möglichkeiten, die sich im Prinzip ins Unendliche ziehen und deswegen so eine Faszination für mich ausüben. Zu den bekanntesten Fotografen in diesem Genre zählen eindeutig Joe McNally und Joel Grimes. Ob das irgendwas mit den Joe zu tun hat, dass die so gut darin sind? Ich weiß nicht. Aber von Joel Grimes habe ich mir sehr, sehr viel abgeschaut, vor allem weil der hier in einem extremen Bereich arbeitet und zwar nicht immer in diesem üblichen Porträt-Brennweitenbereich, sondern er ist ein überzeugter Weitwinkelfotograf und er geht sehr nah auf seine Models zu, wenn er hier seine Composings macht. Und das hat mich schon sehr fasziniert und habe mich hier speziell auf ihn eingegroovt, weil ich hier natürlich auch einiges abgreifen wollte, mit Weitwinkel Porträts zu machen. Es ist aber bei mir natürlich nicht beim Porträt geblieben, sondern ich wollte natürlich auch denselben Schritt folgen, so wie es er macht, und habe mich auch an Composings vergriffen. Am Anfang hat es etwas grobschlächtig ausgeschaut, aber später dann habe ich es geschafft, für eine Zahnbürstenwerbung genommen zu werden als Fotograf und habe hier wirklich die Götter wieder zum Leben erwecken können. Kommen wir jetzt aber nun zum wirklich Interessanten, und zwar, was brauche ich dafür und wie stelle ich das Ganze an? Wichtig ist, ich brauche mal eine Kamera, ohne die kann ich kein Foto machen. Wichtig bei einem Composing ist, dass man natürlich eine Person oder ein Objekt irgendwo anders einfügen möchte. Und das heißt für die Lichtsetzung, dass ich hier die Möglichkeit haben muss, mir selbst das Licht zu setzen, und im besten Fall habe ich schon eine Idee, wo die Personen oder das Objekt dann später hinkommen. Also weiß ich aus dem Foto, wie ich mein Licht setzen muss, ob es hart oder weich ist, ob ich viel Licht brauche, ob es rückenbeleuchtet ist und so weiter und so fort. Also hier muss das Licht vom zu einfügenden Foto kommen. Wie schon gesagt, idealerweise hat man eine Idee, wo das Objekt oder die Person hinkommen wird. Somit kann ich das Licht setzen. Aber somit weiß ich auch, welchen Brennweitenbereich ich nehmen sollte. Und da sage ich gleich dazu, ich war nie so einer, der die Hintergrundfotos selber gemacht hat. Ich habe mich da meistens bei Google bedient und da wird schon etwas schwieriger. Idealerweise macht ihr euren Hintergrund selbst und nehmt dazu gleich mehrere Fotos, aber schaut, dass die Brennweite gleich bleibt. Weil es gibt einfach nichts Blöderes, als wenn die Brennweite total gesund ist, aber ihr macht das Foto von eurem Objekt oder Person in total Ultraweitwinkel. Es schaut einfach nicht realistisch aus und der Sinn dahinter sollte allerdings, so war es immer für mich, es sollte realistisch aussehen, obwohl es nicht realistisch ist. Ganz wichtig, wenn man nicht auf die ursprüngliche Art und Weise eine Fotomontage machen möchte und die Fotos ausdruckt, ausschneidet und dann zusammenfügt mit einem Uhu oder was auch immer, wie man das früher halt auch so immer gemacht hat, braucht man einen Computer und eine Software, die es einem ermöglicht, eine Person, was auch immer, was ihr halt woanders einfügen möchtet, auszumaskieren, auszuschneiden, freistellen, wie man auch immer dazu sagen will. Ihr müsst das Objekt, Person, was auch immer, freistellen können, so dass man nur noch das hat und keinen Hintergrund mehr. Ihr seht also, man braucht ziemlich viel dazu. Nicht mehr als sonst auch für die Fotobearbeitung,
Aber hier ist noch ganz wichtig zu erwähnen, dass die technische Versiertheit und die korrekte Anwendung all dessen, was ich euch aufgezählt habe, hier ganz besonders wichtig ist. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht abgeschreckt. Es ist zwar ein heikles Thema, wenn man das Ganze macht, aber es ist wahrscheinlich nicht so schwer, als wie es jetzt klingt. Und das werde ich euch im nächsten Video zeigen. In diesem Sinne, bleibt dran, abonniert den Kanal, lasst die Glocke erklingen, damit ihr das nächste Video und die darauffolgenden nicht verpasst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!